Der Film beginnt aus der Perspektive eines Mannes, der reflektiert, dass Kinder selten über Konsequenzen nachdenken und sich unbesiegbar fühlen. Er erwähnt, dass Menschen immer vor den Folgen warnen, aber eines bleibt klar, alles ist möglich, und in seinem Fall traf das zu. Es folgt eine Szene, in der Menschen den Strand genießen, während Doug eine Stadt betritt. Er vertieft sich in ein Buch, schaut kurz auf und erblickt den Strand. Doug ist mit seinen Eltern in die Stadt gekommen und als sie das Auto ausladen, fragt seine Mutter mit einem Lächeln, ob er genug Lesestoff dabei habe. Das Haus der Familie liegt nahe einem Pier, an dem Boote verteut sind. Doug geht dorthin und trifft einen Freund, der ihm erzählt, wie viele Frauen in der Stadt sind und wie leicht es sei, Kontakte zu knüpfen. Gemeinsam gehen sie über den Pier zu einer Bar, wo ein Mann den Strom der Band kappt. Das Publikum reagiert erst mit Unmut, doch als er anfängt selbst zu spielen, wandelt sich die Stimmung. Doug bekommt eine Schürze von seinem Freund und erfährt, dass der Sommer offiziell begonnen hat. Zurück zu Hause ruft Doug nach seiner Familie, aber das Haus ist leer. Er geht in sein Zimmer und betrachtet alte Fotos. Beim Blick aus dem Fenster sieht er, dass neue Nachbarn eingezogen sind. Die Frau fällt ihm sofort auf, doch sie geht bald ins Haus. Es sind Elliot und Lena. Doug beobachtet Lena weiterhin, bis sie plötzlich zu ihm hinaufschaut und er sich hastig zurückzieht. Später fährt er mit dem Fahrrad los und sieht Lena, wie sie nach einem Schwimmen den Sand von ihren Schuhen klopft. Doug trifft sich wieder mit seinem Freund und sie sprechen über Mädchen. Gemeinsam bringen sie eine Matratze zu einem alten Schuppen am Strand und hören das Lachen der anderen Jugendlichen. Sie stoßen mit Bier an und sein Freund verspricht, dass dieser Sommer besonders wird. Als Doug später zurückkehrt, bemerkt er, dass die Nachbarn vollständig eingezogen sind. Sein Vater ruft ihn, damit er Elliot und Lena kennenlernt. Elliot erwähnt, dass Dougs Vater ihm von dessen Wissen über Boote erzählt hat und bietet an, Doug mit der Reparatur seines neuen Boots zu beauftragen, was besser bezahlt sei als seine bisherigen Jobs. Am nächsten Tag besucht Doug das Boot und sieht Lena, die vom Schwimmen zurückkommt und duschen geht. Doug beobachtet sie unauffällig, während sie sich umzieht. Elliot erscheint plötzlich und fragt nach Dougs Meinung zum Boot. Doug stellt fest, dass der Schaden größtenteils oberflächlich ist. Elliot erwähnt, dass er bald verreisen muss und die Bezahlung bei 12 liegen würde, fügt aber hinzu, dass er sogar 20 zahlen würde. Später sieht Doug durch sein Fenster, wie Lena sich im Haus umzieht. Plötzlich taucht Elliot im Raum auf und nähert sich seiner Frau aufdringlich, woraufhin Doug beschämt wegschaut. Am nächsten Tag fährt Elliot zur Promenade und wird von einem Wachmann angehalten, der seine Identität überprüfen will. Doug ist ebenfalls dort und erklärt Elliot, dass der Wachmann für seine Strenge bekannt sei. Elliot kommentiert lediglich, dass ihm genau das recht sei. Als sie gemeinsam auf dem Boot stehen, fragt Doug, wie Elliot es geschafft hat, so viel Besitz zu erwerben. Elliot lächelt nur und antwortet, dass Geld und gutes Aussehen dabei helfen. Wenig später sieht Doug Lena beim Spazieren und hört plötzlich einen Schrei. Er eilt hin und findet Lena vor ihrem Auto stehen, scheinbar wegen einer Spinne. Er entfernt die Spinne und beseitigt sie, bevor er das Auto für sie repariert. Als Lena ihm näher kommt, wird Doug verlegen. Er erzählt später seinem Freund von der Begegnung. Dieser warnt ihn davor, sich auf Lena einzulassen, da Elliot ein gefährlicher Mann sei. Eines Abends begegnet Doug Lena, die auf der Veranda sitzt und ihm erklärt, dass sie sich ausgesperrt hat. Sie bittet um seine Hilfe, das Problem zu lösen und erwähnt, dass Elliot ihr geraten hat, stets vorsichtig zu sein. Ein plötzlicher Regenschauer zwingt sie dazu, schnell zu handeln. Lena fordert Doug auf, einen Stein zu holen, um das Fenster im hinteren Teil des Hauses einzuschlagen. Doug klettert durch das Fenster und öffnet die Tür von innen. Lena lädt ihn ein, sich ein Getränk zu nehmen und die beiden kommen ins Gespräch. Lena bemerkt eine kleine Schnittwunde an Dougs Arm und sagt halb scherzhaft, dass er es überleben wird. Unerwartet kommt es zu einem Kuss zwischen den beiden. Doug entschuldigt sich, doch Lena fordert ihn auf, fortzufahren und sie verbringen die Nacht miteinander. Am nächsten Morgen erwachen sie gemeinsam und Lena macht Doug Komplimente für die letzte Nacht. Sie fragt ihn, ob er bereits Erfahrung mit Frauen hat, woraufhin Doug scherzt, es sei sein drittes Mal gewesen. Zurück zu Hause grinst Doug bei der Erinnerung an die vergangene Nacht. Später trifft er seinen Freund, der ihm erzählt, dass er in der Nacht versucht hat, Doug zu erreichen und ihm eine peinliche Sprachnachricht vorspielt. Trotz der Ermutigung seines Freundes, sich mit anderen Mädchen zu beschäftigen, bleibt Doug distanziert. In den nächsten Tagen beobachtet Doug Lena häufiger und trainiert vermehrt. Während seiner Arbeit am Boot erscheint Lena und erklärt, dass Elliot sie geschickt habe, um nach ihm zu sehen. Sie betreten das Boot und Lena bittet Doug, die Plane zu schließen. Es folgt ein weiteres Treffen zwischen den beiden, das in einer erneuten Liebesnacht endet. Später sieht Doug Lena mit Elliot in der Bar, in der er arbeitet. Sein Freund versucht, ihn mit anderen Mädchen abzulenken, doch Doug bleibt in Gedanken versunken. Am nächsten Tag fährt Doug an einem Geschäft vorbei und sieht Elliot dort halten. Er folgt ihm und entdeckt Lena im Laden. Die beiden entwischen durch die Hintertür und kommen sich erneut näher, bis Elliot plötzlich den Laden betritt und nach Lena ruft. Doug und Lena trennen sich rasch, bevor Lena zu ihrem Ehemann zurückkehrt.
Elliot besucht Doug später am Boot und beginnt ein Gespräch über Disziplin und Arbeitsethik. Er erklärt, warum er Doug so streng behandelt und betont, dass Doug ihn an sich selbst erinnert, jemand, der hart arbeitet und sich durchkämpft. Am nächsten Tag erklärt Elliot Doug, dass er für ein paar Tage in die Stadt fahren werde. Doug nutzt die Gelegenheit, um Zeit mit Lena zu verbringen, und sie verbringen den Nachmittag gemeinsam im Bett, wo sie ein improvisiertes Picknick veranstalten. Lena übergibt ihm ein Handy und erklärt, dass Elliot misstrauisch und übervorsichtig sei. Mit dem Telefon könnten sie heimlich in Kontakt bleiben. Als Doug später in die Küche geht, folgt Lena ihm, aber sie bemerken nicht, dass der Gärtner sie durch das Fenster beobachtet. Wenige Tage später trifft Doug Elliot an der Uferpromenade, wo dieser ihn bittet, mit ihm das Boot zu testen. Doug sieht Lena in der Nähe und willigt ein. Während der Fahrt kommt es zu einem beinahe Unfall, als ein Balken Elliot fast trifft. Elliot weicht geschickt aus, lacht nervös und beginnt ein Gespräch über Beziehungen. Er fragt Doug, ob er eine Freundin habe, und Doug antwortet vage mit einem Ja. Plötzlich setzt der Motor des Bootes aus und Elliot fordert Doug auf, den Fehler zu finden. In dieser kurzen Ruhe spricht Lena mit Doug und deutet an, dass sie sich eine Trennung von Elliot überlegt. Elliot kehrt zurück und das Gespräch endet abrupt. Später am Abend erhält Doug einen panischen Anruf von Lena. Sie berichtet weinend, dass Elliot sie angegriffen habe, bevor er zu einer Geschäftsreise aufbrach. Doug fährt ins Krankenhaus und drängt sie, die Polizei einzuschalten, aber Lena weigert sich. Stattdessen kehren sie gemeinsam zu ihrem Haus zurück. Einige Tage später, während Doug arbeitet, ruft Lena ihn an und lädt ihn zu einem Treffen am Strand ein. Sie verbringen Zeit miteinander in einer abgelegenen Bootshütte und schlafen erneut miteinander. Lena gesteht, dass sie sich bei Doug frei fühlt und spricht über Elliots erste Frau, die immer noch juristische Probleme bereitet. Doug's Freunde bemerken Veränderungen und machen scherzhafte Bemerkungen über eine mögliche geheime Beziehung. Doug ignoriert die Fragen. Als er eines Abends nach Hause kommt, stellt er fest, dass Elliot zurückgekehrt ist. In diesem Moment erhält er einen dringenden Anruf von Lena und zieht sich schnell in sein Zimmer zurück, um zu antworten. Sie fordert ihn auf, zu ihr zu kommen, da sie ihn dringend brauche. Doug eilt zu Lenas Haus und findet sie und Elliot in einem heftigen Streit. Lena hat Elliot in einem Moment der Verzweiflung am Kopf verletzt und er ist regungslos tot. Panisch bittet Lena Doug um Hilfe. Sie erklärt, dass sie keine rechtlichen Konsequenzen riskieren könne. Doug versichert ihr, dass sie einen Plan brauchen. Sie einigen sich darauf, sich vorerst normal zu verhalten. Doug geht in die Bar, um seine Schicht zu arbeiten und kehrt später heim, nur um zu sehen, dass Lena seine Eltern besucht hat. Die Atmosphäre ist angespannt und Doug zieht sich in sein Zimmer zurück. In der Nacht trifft er Lena und gesteht, dass sie bei ihm Unterschlupf finden könne, aber nicht länger in ihrem Haus bleiben dürfe. Er beginnt über eine plausible Erklärung nachzudenken, um Elliots Tod wie einen Unfall aussehen zu lassen. Lena zweifelt an der Umsetzbarkeit, also entwirft Doug einen neuen Plan. Gemeinsam transportieren sie die Leiche zu Elliots Boot. Doug erklärt Lena, sie solle der Polizei sagen, dass es einen Streit gab und Elliot daraufhin das Haus verlassen habe. Kurz bevor sie das Boot verlassen, spricht ein Wachmann Doug mit Mr. Harper an. Doug reagiert unauffällig und steuert das Boot aus dem Hafen. Am nächsten Morgen untersucht die Polizei das vermeintliche Unfallgeschehen und besucht Lenas Haus. Doug beobachtet aus der Ferne, wie Lena sich mit den Ermittlern unterhält. Um die Sache realistischer wirken zu lassen, hatte er einen Balken benutzt, um eine weitere Kopfverletzung vorzutäuschen und das Boot mit Alkohol und einer Zigarette in Brand gesteckt. Doug versucht, seinen Alltag normal weiterzuführen und serviert Polizisten in der Bar, die über den Vorfall sprechen. Eine neue Versicherungsagentin kommt in die Stadt und informiert die Polizei, dass Elliots Todesfall wegen seiner hohen Versicherungssumme gründlich untersucht werden müsse. Sie stellt Nachforschungen an und befragt Lena zu ihrer Beziehung mit Elliot. Lena, sichtbar genervt, streitet ab, dass es Affären gegeben habe und beendet das Gespräch abrupt. Auch Doug's Vater wird von der Polizei befragt. Doug nutzt die Gelegenheit, um sich beim Sicherheitsmann nach möglichen Verdachtsmomenten zu erkundigen. Der Wachmann erwähnt, dass er in jener Nacht jemanden gesehen habe, der Elliot ähnlich sah, sich jedoch nicht sicher sei. Die Agentin untersucht das Haus und findet das zerbrochene Fenster, das Doug bei ihrem ersten Treffen hinterlassen hatte. Doug's Freund wird von der Polizei befragt und gibt preis, dass Doug eine heimliche Freundin zu haben scheint, was Doug ärgert. Später taucht die Versicherungsagentin vor Doug's Haus auf und fragt ihn über die Nacht aus, als Lena ihn besuchte. Sie verlangt, dass er zur Polizeistation kommt. Doug gerät in Panik und versucht, Lena zu erreichen, bricht den Anruf jedoch ab, als seine Eltern heimkehren. Auf der Polizeistation wird Doug befragt und die Agentin versucht, ihn dazu zu bringen, mehr über die Beziehung zwischen Elliot und Lena preiszugeben. Doug's Mutter unterbricht das Verhör und betont, dass sie nicht zulassen werde, dass ihr Sohn beschuldigt wird. Eine Nachricht von Lena erreicht Doug und fordert ihn auf, sich in der Bootshütte zu treffen. Dort erklärt Lena ihm, dass sie Abstand nehmen müssen, bevor sie geht.
Zu Hause wartet die Versicherungsagentin bereits auf Doug und erklärt, dass sie seine Fingerabdrücke und eine Speichelprobe benötigt. Er wird abgeführt und unter Druck gesetzt, doch er schweigt. Später vertraut er sich seinem Freund und seinen Eltern an und erklärt die Situation. In der Zwischenzeit entdeckt die Polizei eine Übereinstimmung bei einer Blutprobe, die die Agentin zur Analyse geschickt hatte. Doug kämpft darum, seine Unschuld zu beweisen, doch Lenas Einfluss scheint das zu behindern. Der Gärtner, der Doug und Lena zusammen gesehen hatte, wird tot aufgefunden, bevor die Polizei ihn befragen kann. Doug gelingt die Flucht auf seinem Fahrrad zur Bootshütte, wo er Lena trifft. Dort stellt sich heraus, dass Lena ihn verraten hat. Sie reißt sich ihre Kleidung auf und schreit, um es so aussehen zu lassen, als habe Doug sie angegriffen. Die Polizei nimmt Doug fest. Er versucht verzweifelt zu erklären, dass er unschuldig ist, und einer der Polizisten lässt ihn schließlich laufen. Doug rast zu Lenas Motel, in der Hoffnung, ihr Handy zu finden, um Beweise zu sammeln, die seine Unschuld beweisen könnten. Gerade als Doug das Handy entdeckt, betritt Lena das Zimmer, gefolgt von der Versicherungsagentin. Er konfrontiert die Agentin und Lena und erklärt, dass das Handy den Beweis für seine Unschuld enthalte. Die beiden Frauen tauschen einen bedeutungsvollen Blick aus und verlassen dann wortlos den Raum. In diesem Moment bemerkt Doug, dass beide ein identisches Tattoo haben. Die Erkenntnis trifft ihn wie ein Schlag. Die Agentin und Lena waren Komplizinnen, Liebende, die das Ganze von Anfang an geplant hatten. Doug begreift, dass er nur ein unwissender Spielstein in ihrem ausgeklügelten Plan war. Lena wendet sich scheinbar gegen ihn und überlässt ihn der Polizei. Doch bevor sie endgültig verschwindet, lässt sie ihm in einer überraschenden Geste das Handy mit den Beweisen zurück. Ein stiller Abschied, der zeigt, dass trotz allem eine Verbindung zwischen ihnen besteht. Die beiden Frauen verlassen die Stadt und fliegen mit dem Geld von Elliots Versicherung in ein unbekanntes Leben voller Möglichkeiten und Risiken. Am Ende reflektiert Doug über die Geschehnisse. Er wurde zu einer kürzeren Haftstrafe verurteilt, da die Beweise auf dem Handy seine direkte Schuld entlasteten. Lena und ihre Geliebte bleiben unauffindbar und werden weltweit gesucht. Doug fragt sich, ob er trotz allem die gleichen Entscheidungen noch einmal treffen würde, und lässt die Frage unbeantwortet im Raum stehen, während er mit einem neuen, reiferen Blick in die Zukunft sieht.